Es klingt verrückt. Ein Festival gegen Rechts. In einem Dorf voller RechtsextremistInnen. Hier in Deutschland. Und ich mittendrin. Hi Leute, ich bin hier gerade im Hotel angekommen und habe ehrlich gesagt ein bisschen mulmiges Gefühl. Denn ich werde morgen auf ein Demokratiefestival gehen in einem Nazidorf. So nennen die Medien zumindest Jarmel. Sven Krüger hat definitiv den Hut auf hier. Krüger ist ein vorbestrafter Gewalttäter, der auch wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt und verurteilt wurde. Hat mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. In Jarmel lebt aber auch ein Ehepaar, was sich dagegen wehrt, das Dorf den Rechten zu überlassen. Seit über 10 Jahren setzen sich die Lohmeyers für Vielfalt und Demokratie ein. Die Scheune brannte sofort. Die war dann tatsächlich in Brand gesetzt worden durch Unbekannte. Wir haben Morddrohungen per Post bekommen. Ich frage mich, warum tun die sich das an? Warum leben die da immer noch? Und warum ist ihnen dieses Festival so wichtig? Ich bin echt gespannt, was dieses Dorf so an sich hat, was das mit mir macht und auch was auf diesem Festival alles passiert. Igor Levit on Danger Dan. Gerade bin ich noch 20 Kilometer entfernt. Aber morgen früh geht's los. Und zwar hierhin. Nach Nordwestmecklenburg ins Dorf Jarmel. Hier leben rund 40 Menschen. Die meisten sind völkische SiedlerInnen und gelten als rechtsradikal oder rechtsextrem. Wir sind jetzt losgefahren. Das Wetter passt ganz gut zur Stimmung. Es ist ganz schön betrübt und regnerisch. Ich habe persönlich noch keine Konfrontation mit Rechten oder Rechtsextremen bis dato gehabt. Ich bin gerade noch relativ entspannt, weil ich aber auch nicht ängstlich in dieses Dorf reingehen möchte. Ich weiß aber nicht, was es mit mir macht, wenn ich dort bin. Ich war ja noch nie in so einem Dorf. Ist ja mega dörflich. Also hier sind kaum Häuser. Jetzt sind wir gleich in Jarmel. Da ist Polizei aber schon direkt. Zwei Polizeifahrzeuge beim Nachbarn der Lohmeyers. Die Strategie der Polizei? Wenig Präsenz im Dorf. Dafür mehr Kontrollen vor dem Dorf, ob die ankommenden Leute zum Festival oder zu den Rechtsextremen wollen. Vor Ort sind rund 50 PolizistInnen im Einsatz. Wir sind halt in dieses Dorf reingefahren. Man hat keinen einzigen Menschen gesehen, außer die Polizei. Alle sind irgendwie in ihren Häusern. Als wäre es so eine Filmkulisse. Also irgendwas, aber als wäre das nicht so real. Ich glaube halt irgendwie alles hier gerade noch nicht. Als erstes checke ich mal die Sicherheitslage. Nehmen Sie mehr Freunde und Familienbesuch von der Nachbarschaft wahr dieses Wochenende als sonst? Das Dorf ist ruhig. Die meisten Dorfbewohner nehmen wenig Anteil an dem, was hier geschieht. Und die wenigen, die daran Anteil nehmen, sind da, aber sind wenig wahrnehmbar. Gab es denn die letzten Jahre schon Übergriffe von rechts oder von links? Kann man das irgendwie sagen? Wissen Sie da was? Polizeilich wahrnehmbar gibt es ein gegenseitiges Interesse, immer mal zu schauen, wer da ist. Und ja, wir nehmen Provokationen wahr. Von beiden Seiten? Ja, vereinzelt hatten wir Sachbeschädigungen an Fahrzeugen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Festivals gehabt. Das ist schade. Es gab auch vereinzelt Graffiti am Veranstaltungsgelände hier. Das Festivalgelände ist eingezäunt und befindet sich auf dem Privatgrundstück der Lohmeyers. Am Eingang kontrollieren Securities. Und da sind die Veranstalter, Horst und Birgit Lohmeyer. Die sind noch voll im Aufbaustress. In rund 7 Stunden geht's los. Mit Birgit Lohmeyer habe ich nachher noch ein Date. Bis später, ciao. Vom Parkplatz aus geht's durch den Haupteingang aufs Gelände. Also wenn man nicht wüsste, dass man hier gerade in diesem Dorf ist und wenn man nur hier drum rumläuft, denkt man so, ja, ist ja einfach Festivalstimmung und ist gerade mitten im Aufbau. Alle sind super nett. Hier ist auch keine ängstliche Stimmung. Also die Leute hier, ich glaube, die sind auch nicht zum ersten Mal hier. Die sind einfach alle locker drauf. Das Festival Jarmel Rock den Förster dauert übrigens 2 Tage. Jeden Tag spielen 3 Bands. Dieses Jahr kommen wegen Corona nur rund 500 BesucherInnen, statt wie sonst über 1000. Es gilt 3G. Hier ist schon die Bühne. Das ist halt deren Garten sonst, ne? Also wir sind halt hier in deren Garten jetzt. Und hier nebenan wohnen halt andere Menschen, ne? Auf der anderen Seite des Zauns entdecke ich eine Reichsflagge. Die ist in Deutschland nicht verboten und bei Rechtsextremen beliebt. Denn sie ist der Vorläufer der heute verbotenen Hakenkreuzflagge des Dritten Reichs. Dürfen wir überall langlaufen und ich darf ein bisschen angucken und entdecken?
Ja, danke. Also das war Herr Lohmeier. Die sind halt mega busy, ne? Also die sind einfach völlig im Fokus, dieses Festival hier gerade auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, hier ist deren Wohnhaus, ne? Hinter dem Haus der Lohmeiers geht es raus aus der abgeriegelten Zone ins Dorf. Also, ich treffe jetzt Daniel. Daniel kennt sich mit dem Thema Rechtsextremismus extrem gut aus. Deswegen werde ich mit ihm gemeinsam durchs Dorf laufen. Er wird mir einfach mal ein bisschen was über das Dorf erzählen. Also hier nebenan wohnt eine andere Familie. Und was spannend ist, ist hier das erste Wahlkampfplakat. Und es ist halt direkt von der NPD. Einer rechtsextremen Partei. Wie so ein eigenes, kleines, abgeriegeltes Dorf. Ne? Also es ist halt so dieser eine Eingang, dann ist hier diese eine Kurve, hier sind überall Häuser und dann gehst du wieder raus. Und sonst sind hier irgendwie, weiß ich nicht, sind halt Vorgärten mit Trampolinen. Hier wohnen Kinder und ihre Familien. Und hier wirst du in deiner eigenen Welt dann groß. Mit den eigenen Gedanken. Hi, Nadine. Grüß euch, hallo. Cool, dass du hierher gekommen bist. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert, muss ich dir ehrlich sagen, dass es so Dörfer wirklich gibt. Wusste ich nicht. Also wir sind hier in Jamel, Nordwestmecklenburg. Ja. Und man muss leider Gottes sagen, dass die Region Westmecklenburg schon ja, seit mehreren Dekaden tatsächlich so ein Labor- und Experimentierfeld für die völkische extreme Rechte ist. Das sieht man auch an verschiedenen Indizien. Bei der Garage ist halt so das Ideal einer völkischen Familie, umrahmt von einem Reichsadler. Es ist eine rein weiße Familie. Das spricht auch tatsächlich auf diese rassistischen Grundintentionen an. Auf dem Wegweiser ist zum Beispiel auch die Geburtsstadt Hitlers, Braunau, am Inn abgebildet. Wenn man die Rechtsextremisten darauf anspricht, machen sie meistens sich einen Spaß daraus und können sie es überhaupt nicht zuordnen und verkaufen die Journalistinnen und Journalisten ein bisschen für dumm. Hier ein Beispiel von NDR-Reporter Michel Abdullahi und einem Jamel-Bewohner 2015. So, Paris und New York machen ja viele, aber Braunau ist ja doch befremdlich, sage ich mal. Oder empfinden Sie das gar nicht so? Ich habe da so noch gar nicht raufgeguckt. Der Wegweiser, den sehe ich da gar nicht. Dann sage ich Ihnen das jetzt. Dann brauchen wir gar nicht raufzugucken. Da sind so ein paar Ich weiß auch gar nicht, wer da gewohnt hat. In Braunau? Ja. Adolf Hitler ist da geboren. Das ist der Geburtstag von Adolf Hitler. Aber den kenne ich ja gar nicht. Mein NDR-Kollege kann das kaum glauben. Vor allem nicht, als er ihn auf einer rechten Demo sieht. Hi. Wir sollen euch kurz Bescheid sagen, dass wir hier am Drehen sind. Ja. Gut. Also genau. Wir laufen hier nicht zu irgendwem gezielt ran, sondern laufen hier nur so rum. Genau. Wie ist es denn, wie können wir denn jetzt hier rumlaufen? Ist es entspannt, wenn wir also hier rumlaufen? Also ich würde sagen, wir gehen jetzt hier bis zur Polizei. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weißt du, ich hab gar keine Berührung sonst mit Rechten. Mhm. Und klar, man weiß, dass es irgendwie gefährlich ist, aber ich fühle hier gerade keine Gefahr. Also ist es komisch, dass ich nicht fühle? Ja, das täuscht tatsächlich, denn tatsächlich ist es so, dass man versucht natürlich so ein Kümmerer-Image nach außen zu geben, der nationale Nachbar, der das aber nicht großartig nach draußen trägt, ne? Das täuscht das Gefühl. Also hier wird ganz klar Buch geführt, hier werden Fotos gemacht von Menschen, wer besucht das Festival, wer äußert sich medial und die landen dann tatsächlich auf sogenannten schwarzen Listen, auf Todeslisten und werden auch entsprechend generalstabsmäßig ausgewertet. Wir werden hier auf jeden Fall beobachtet, sagst du? Definitiv. Wer hat hier den Hut auf in dem Dorf? Sven Krüger hat definitiv den Hut auf hier. Krüger ist ein vorbestrafter Gewalttäter, der auch wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt und verurteilt wurde. Hat mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Ist ein Protagonist, der eben auch schon über die NPD nach oben gekommen ist. Und er ist sozusagen so ein Kristallisationspunkt hier in Jamel und zielt viele völkischen Familien an. Sven Krüger lebt mit seiner Familie gegenüber von den Lohmeiers. Wir haben uns bewusst gegen ein Interview mit dem Rechtsextremen entschieden, weil wir ihm kein neues Forum geben wollen. Seine Ansichten hat er schon mehrfach KollegInnen erzählt. Siehst du dich selber als Neonazi? Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ich kann den Begriff Neonazi für mich gar nicht definieren. Für mich ist der Leitsatz eben Gewalt ja oder Gewalt nein. Und daran kann man Menschen festmachen, aber nicht an politischen Überzeugungen oder weil er zu bestimmten politischen Themen eine andere Meinung hat, wie gerade der Mainstream ist. Und Gewalt ja oder Gewalt nein? Bei mir? Ja. Ja, früher habe ich nichts ausgelassen, das sage ich mal so. Aber heute, ich bin 40 Jahre alt, ich habe drei Kinder. Was soll ich mich noch rumprügeln?
Auf Michel Abdullahi wirkt Krüger wie ein harmloser Nachbar. Auf einer Demo gegen Geflüchtete im Nachbarort Wismar bekommt er einen anderen Eindruck. Ja. 2011 durchsuchen ErmittlerInnen Krügers Anwesen in Jamel und finden unter anderem ein Maschinengewehr aus dem Zweiten Weltkrieg und hunderte schussscharfe Munition. Dafür muss er mehrere Jahre ins Gefängnis. 2019 zeigt sich Krüger in einer Hammerskin-Jacke. Die Hammerskins sind ein internationales Neonazi-Netzwerk, das für seine Gewaltbereitschaft berüchtigt ist. Auf diesen Fotos posieren deutsche Hammerskins mit Waffen. Die Kontakte der Hammerskins reichen bis ins Umfeld der Terrorgruppe NSU. Hammerskins haben international bereits mehrere Morde verübt. Zurück auf dem Festival in Jamel. Gleich geht's los. Die Lohmeyers geben Tipps, wie man sicher nach Hause kommt. Geht ihr auch bitte nicht durch das Dorf, wie ihr hergekommen seid, wieder raus zu euren Fahrzeugen, sondern benutzt den jetzt noch als Notausgang bezeichneten Ausgang hier auf der linken Seite der Bühne von euch aus gesehen. Dann kommt ihr direkt zu der Wiese, auf der eure Autos stehen. So, ich glaube, das war's jetzt. Ne? Viel Spaß! Als war jetzt die Anfangsrede von den Lohmeyers. Sie meinten, dass es sonst ein bisschen voller ist als heute. Und ansonsten ist hier ein ganz gemischtes Publikum. Dieses Festival sendet ja nicht nur ein wichtiges Signal gegen menschenfeindliche Ideologien, gegen Rassismus und Hass. Nun ist es an der Zeit, Flagge gegen die Feinde der Demokratie zu zeigen und die Musik der großartigen Künstlerinnen und Künstler zu feiern, die auch dieses Jahr bei euch wieder auftritt. Ich wünsche euch allen ein wunderbares Wochenende und ein tolles Festivalende. Es ist auf jeden Fall nicht nur ein Festival mit Mucke, sondern man merkt halt ganz klar, dass es ein politisches Festival ist. Sowohl die einzelnen Bands halten alle Reden und zwischen den einzelnen Bands gibt es auch immer noch Redner. Hi Freaks, das ist Dirk von Lotso von der Gruppe Tokotronik, auf das wir alle gemeinsam mit Birgit und Horst Lohmeyer niemals kapitulieren. Singing love is coming down to those who care. Oh, yeah, yeah. Möchte ich euch was für die Puls-Reportage fragen? Ja, auf jeden Fall. Yay! Warum seid ihr heute hier? Ganz einfach, wir finden es seit Jahren stabil, was die Lohmeyers auf die Beine stellen. Wir sind, glaube ich, das dritte oder vierte Jahr in Folge hier. Und trotz Corona haben wir gesagt, so, wir haben überhaupt keine Festivals mitgenommen. Wir haben gesagt, aber hier, wenn es geht, machen wir das. Also wir kommen ja nicht wegen der Musik her, sondern halt wegen der Sache. Hi! Darf ich euch was für die Puls-Reportage fragen? Ja, total gerne. Sehr schön. Was macht ihr heute hier? Ich mache mich stark gegen rechts, indem ich auf diesem Festival bin. Ja, ich meinte heute auch schon, wir protestieren und feiern gleichzeitig. Also das tue ich heute. Und wie gefällt es euch? Seid ihr zum ersten Mal hier? Ja, ich bin das erste Mal hier und ich finde es super cool. Ich habe auch einen echt großen Respekt vor den GastgeberInnen. Also, dass sie das hier alles initiieren und sich auch dem ganzen, ja, Gegenwind der Nazis hier immer aussetzen in dem Dorf. Ja. Während die Mädels feiern, treffe ich jetzt Birgit Lohmeyer. Ich habe mittlerweile nämlich einige Fragen. Keine Ahnung, ich stelle mir vor, schläfst du und ihr denkt, oh Gott, passiert nachts irgendwas, wenn du zum Supermarkt fährst. Also hast du das dauerhaft im Kopf oder kannst du das manchmal ausblenden? Also ich sag mal so, wir sind sehr vorsichtig geworden. Seit 2015 ja von Unbekannt unsere große Scheune einer Brandstiftung zum Opfer fiel, sind wir natürlich noch viel vorsichtiger geworden, weil wir haben gemerkt, dass es nicht nur bei Sachbeschädigungen, bei Diebstählen, bei Pöbeleien bleibt, sondern die Menschen sind auch gewillt, uns tatsächlich an Leib und Leben zu gehen. Im August 2015 ist die Scheune der Lohmeyers nachts abgebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass Flammen auf das Wohnhaus übergreifen. Brandstiftung, vermutet die Polizei. Die TäterInnen hat man bis heute nicht gefasst. Also man muss sich immer vergegenwärtigen, dass die Nazi-Szene in Deutschland nicht nur bestens vernetzt ist, sondern auch extrem gewaltbereit. Man hat es in 2015 ja schon gesehen, wie viele Flüchtlingsunterkünfte abgebrannt wurden. Und natürlich aus der rechten Szene, wer sollte sonst Interesse dran haben? Also in dem Jahr kann man zynisch sagen, war Brandstiftung en vogue.
Und dann hat man sich anscheinend gedacht, naja, die Lohmeyers sind hier auch viel am Platz, die sollen auch mal. Die sollen auch mal was spüren. Die sollen auch mal was spüren und sollen vielleicht sogar obdachlos werden in der Nacht und wegziehen. Wie war das damals dann für euch? Wir haben sehr schnell in der Nacht noch, weil wir natürlich überhaupt nicht schlafen konnten, das hat uns ja auch fürchterlich traumatisiert, dieser Riesenbrand, haben wir sofort Pressemitteilungen geschrieben, ins Land ausgesendet und es wurde dann ja auch berichtet in allen überregionalen Medien in Deutschland und hatten eine riesige positive Resonanz auch, aber auch eine negative. Das heißt, wir haben Morddrohungen per Post bekommen. Wir hatten Anrufe, die uns von Menschen, die uns nicht wohlgesonnen waren, sagen wir es mal vorsichtig. Das war eine harte Zeit. Wir wurden immer wieder von der Kripo auch vernommen. Also nach dem Brand hatten wir wahnsinnig viel zu tun. Anderthalb Wochen später sollte das Festival über die Bühne gehen. Und ein paar Tage vor dem Festival bekamen wir einen Anruf. Ja, hier ist das Management der Toten Hosen. Wir haben von dem Brand gehört und wir würden euch gerne unterstützen. Könnten vielleicht die Toten Hosen bei euch auftreten? Ja, mal! Wir haben Lieder mitgebracht für alle Bewohner des Dorfes. Besser Stein ist arbeitslos, das macht er ohne Arbeit los. Schneiden sich die Haare an und wickeln auf ein Jugendrat. Und Deutschland, das ist schwer. Wusstet ihr davor, auf was ihr euch einlasst? Wir haben auch sehr bald erfahren, als wir uns für diesen alten Forsthof hier interessierten, dass in diesem kleinen Dorf ein relativ berüchtigter Neonazi lebt. Er war aber nur alleine hier. 2 Jahre nachdem wir hergezogen waren, wurden plötzlich die Häuser hier anders besetzt. Heißt also, leerstehende Häuser wurden besiedelt. Plötzlich merkten wir, das sind alles Leute, die mit diesem Krüger zu tun haben. Glaubst du, dass wenn es jetzt schon, also so wie jetzt die Nachbarschaft ist und dieses Haus leer wäre, dass ihr damals hierher gezogen wärt? Wir sind keine Märtyrer, nein, auf keinen Fall natürlich. Die Menschen, die hier sich angesiedelt haben, haben uns schon tatsächlich vermittelt von Anfang an, dass sie unsere Anwesenheit nicht schätzen, dass wir also möglichst wegziehen sollten. Und die Besiedlung von Jamel durch extreme Rechte folgt einem System. Um das noch mal zu verstehen, wie entsteht so ein Dorf Jamel? Oftmals ist es so, dass ein Gehöft erworben wird von einem Rechtsextremisten und dann natürlich über die Netzwerke innerhalb des rechtsextremistischen Spektrums nachgefragt wird, möchte, könnte sich eine Familie zum Beispiel vorstellen, hier sich anzusiedeln. So 10 Familien in so kleineren Dörfern reichen vollkommen zu, um andere Menschen einzuschüchtern, ins Private abzudrängen und mögliche Menschen, die sich dagegen auf die Barrikaden gehen und sagen, nein, wir wollen die Demokratie in unserem Dorf erhalten, mundtot zu machen. Das gelingt hier in Jamel glücklicherweise nicht. Durch die Lohmeyers. Aber ist es, also ist diese Strategie der völkischen Landnahme, wird das immer in ganz kleinen Dörfern gemacht, weil man eben weil man dort weniger Andersdenken hat und das ist genau die der Punkt. Andersdenkende schneller rauskriegst. Genau. Also je homogener die Gesellschaft ist, desto erfolgversprechender ist das völkische Siedlungskonzept. Jamel ist kein Einzelfall. Seit einigen Jahren siedeln sich Extremrechte in wenig bewohnten Gebieten fernab größerer Städte an. Unter anderem in Bayern, Hessen, der Lüneburger Heide, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein und vor allem in Mecklenburg-Vorpommern. Der ländliche Raum hat aus Sicht der völkischen SiedlerInnen 2 große Vorteile. Die Immobilienpreise sind niedrig und Einflüssen, die der eigenen Weltanschauung widersprechen, kann man hier entkommen. In ihren Dörfern versuchen die SiedlerInnen, eigene Betriebe zu gründen, um ein unabhängiges nationales Wirtschaftsnetzwerk zu knüpfen. Ihr langfristiges Ziel, mit ihren Kindern eine Gemeinschaft mit rein deutscher Abstammung und rechtsextremem Weltbild aufzubauen, in der zum Beispiel Schwule, Lesben, Geflüchtete, Menschen mit interkulturellem Background oder generell Menschen mit demokratischer Einstellung keinen Platz haben. Jamel gilt in der rechtsextremen Szene bundesweit als Vorbild. Wenn da nicht die Lohmeyers wären. Wie berührend ist das auch für euch, dass an diesem Wochenende auch so viele Leute wirklich unterstützen wollen, Interesse haben? Das ist großartig. Also wir zehren tatsächlich das ganze Jahr über davon, dass wir an einem Wochenende im Jahr die Unterstützung ganz leibhaftig zu spüren bekommen. Das bestärkt mich noch einmal mehr darin, wie gut es ist, hier mit dabei zu sein. Ich habe einen riesigen Respekt vor der Arbeit der Lohmeyers. Aber in ihrem Sinne ist es auch, auf dem Festival einfach zu feiern. Ich versuche das jetzt einfach mal. Okay, sehr gut, perfekt. Wenn man hier in diesem Garten ist, denkt man, eigentlich heile Welt. Das liegt natürlich auch an den KünstlerInnen. Die bleiben vor dem Festival übrigens geheim, damit die Leute nicht wegen der Musik, sondern wegen der Sache kommen. Ich
habe die Leoniden bei mir. Lennart, Jakob. Richtig, wir sind heute losgefahren. Hier steht alles und mega geil. Unser Beitrag ist wirklich der allerkleinste. Und wir hauen wieder ab. Genau. Voll. Wir fahren wieder zurück. So, aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass auch mehr Leute hierher kommen und dann vielleicht auch andere Leute aktiv werden und sagen, okay, vielleicht mache ich auch mal eine eigene Demo, mache ich auch mal ein eigenes Konzert, das absolut wirkt. Trotzdem finde ich es auch okay, wenn nicht jeder Mensch auf der Welt den Mut hat wie diese natürlich Familie. Nicht. Das ist schon krass mutig, also schon heftig, großen Respekt. Wie gesagt, wir haben eine echt leichte Aufgabe heute und hoffen einfach, dass man für das Problem dadurch ein bisschen sensibilisiert. Hier sind die Leoniden. Gleich kommt der letzte Überraschungsakt. Bevor der aber auftritt, treffe ich den jetzt noch. Hey, hi, Nadine. Hi. Hi. Na? Hier ist krasse Gemeinschaft, aber seid ihr mal rübergelaufen oder seid ihr durchs Dorf gelaufen und habt ihr rübergeschmult, was da so abgeht? Dieses Mal nicht. Letztes Mal hatte ich die Zeit, wirklich mal davon auf die Wiese zu gehen. Und damals hatte mir der liebe Herr Nachbar so eine Grillen gegen Links-Veranstaltung gemacht. Und das habe ich mir so von 100 Meter Entfernung mal angeguckt. Da stand auch Polizei dazwischen. Ich war fassungslos. Die haben auch mich direkt beschimpft. Und ich war mit meinem lieben Freund Sacho da und habe dann irgendwann gefragt, Sacho, hast du Lust, mich zu küssen? Und dann haben wir angefangen, da rumzuknutschen. I love it. Und die sind völlig ausgeflippt. Ihr schwulen Perversen, bah! Und so. Und es ist wirklich völlig eskaliert. Ich glaube, das war das mit meinem Freund Sacho eines der schönsten Erlebnisse, die ich je hatte. Und hier, glaube ich, das Beste, was man hier machen konnte. Und Sie spielen aus gegebenem Anlass nur mit der linken Hand. Nein, ich höre gerade, Sie benutzen auch die rechte Hand, um einfach der anderen Straßenseite zu zeigen, hey, man kann mit dem rechten Arm auch gute Sachen machen, zum Beispiel Klavier spielen. Igor Levit und Danger Dan. Ich komme bis ins kleinste Detail perfektioniert. Krass schöne Energie und voll das Gefühl von Gemeinschaft irgendwie. Und ich glaube, das ist das schönste Signal, was man hier aus Jamel senden kann. Es ist einfach krass berührend. Also ich finde es gerade richtig, richtig schön. Könnt ihr euch vorstellen, für etwas so einzustehen wie die Lohmeyers? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich konnte es am Anfang nicht glauben, dass es so etwas wie ein Nazi-Dorf gibt. Aber doch gibt es und es ist kein Einzelfall. Klar kann und will nicht jede bzw. jeder so mutig sein wie die Lohmeyers. Dennoch finde ich es sehr beeindruckend, wie das Ehepaar sich mit täglichem Aktivismus und dem Festival gegen rechts einsetzt und das Dorf nicht einfach aufgibt und somit auch ein Zeichen gegen rechts setzt. Mit den vielen, vielen Menschen hier jedes Jahr beim Festival senden wir hoffentlich ein Zeichen über Jamel hinaus und das feiere ich. Wenn ihr regelmäßig unsere Reportagen sehen wollt, dann lasst uns hier mal ein Abo da, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und hier haben wir uns angeschaut, wie sich rechte Menschen im Netz radikalisieren. Und hier hat sich Meini angeschaut, wieso es eine Tendenz zu rechts in Ostdeutschland gibt. Tschüss und ich gehe jetzt feiern.